Hallo und herzlich willkommen zurück zu Warlock Master of the Arcane. In der letzten Folge haben wir Soldator Vega besiegt. Hier sieht man immer noch das Fensterlein. Soldator Vega mit ein paar Monsterkrallen mitten im Gesicht. Auf jeden Fall, wir haben ihm ja einen schönen, netten Platz bei uns im Palast angeboten. Er wollte aber unbedingt bei den Schweinen leben. Ich weiß auch nicht warum. Wir haben die Mission abgeschlossen. Ihr habt Fraktion des rivalisierenden Großmagiers zerstört und erhalten jetzt Venera Seidenhaut. Ein Elfenbogenschütze bzw. eine Elfenbogenmeisterin mit 20 Fernkampfschaden, was jetzt nicht so viel ist, allerdings sehr schnell gesteigert werden kann. Und 40 Lebenspunkte, kostet uns allerdings eine Menge im Unterhalt. Aber wir haben mittlerweile ja genug Gold. Hier greifen wir mal die Ratte an. Mit Gockberg Wölfe. Mit dem hier die Wölfe. Und jetzt sind alle Einheiten von Ex-Soldator Vega besiegt. Gockberg werden wir jetzt natürlich... Aua. Blöder Tisch. Werden wir jetzt umbenennen in... Wie hieß er? Soldator Vega? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, ich glaube Soldator Vega. Das ist schon so lange her. Schlimm. Okay. In Vega... Oh. Warum kompliziert, wenn es einfach geht? Hier unten haben wir ja Tendrals Schicksal. Die Hauptstadt von, oder die ehemalige Hauptstadt von Tendral und Las Vegas. Ja, ehemalige Hauptstadt von Soldator Vega. Las Vegas. Hier haben wir noch eine Bank und ein Finanzamt. Was braucht man dafür schon wieder? Huiuiuiuiuiui. Ach, wie auch immer, Finanzamt können wir nicht abreißen, die Bank können wir abreißen, das Finanzamt reißen wir ab. Bauen wir ein Handwerkerviertel hin. Hier gibt's viele Bauslots. Okay, das wird lustig. Hier können wir noch zwei Einheiten ziehen. Veneras Seidenhaut. So, jetzt schauen wir mal. Hier haben wir 100 Gold, 200 Gold, 300 Gold. 475 Gold, 505 Gold, um hier eine Bogenschütze, eine Distanzeinheit anzugreifen. Entschuldigung, eine Distanz. Und wir greifen sie ja nicht an, wir bauen sie aus. Da wäre so ein Schnellbutton auch ganz praktisch. Jetzt haben wir statt 20 Fernkampfschaden 33 Schaden. Das sich aufteilt in 26,4 Fernkampf und 6,6 Elementar. Wir werden hier mal... Beziehungsweise nein. Doch, nein. Einen Metatransport werden wir hier erforschen. Und sobald wir die Levitation erfunden haben, erforscht haben... werden wir das auf... Wie heißt sie? Auf Venera Seidenhaut werden wir dann anwenden. Dann schicken wir sie durchs Portal. Am besten noch irgendwie Unsichtbarkeit. Damit kann man auch im Armageddon-Modus super viel... Ich kann schon fast cheaten sagen. Wenn eine fliegende und unsichtbare Zauberereinheit... Wenn die sich dann auf dem Schlachtfeld bewegt, kann alle Drämer besiegen. So habe ich auch meine ganzen Partien gewonnen im Armageddon-Modus. Indem ich einfach... eine Zauberereinheit wie... Hier, Lattes dem Flüsterer, eine Schwarzmagier-Einheit. Habe ich die Levitation und die Unsichtbarkeitszauber... als Artefakt geschmiedet, einen Ring sie zu knechten. Und
was wollte ich sagen? Ach ja, und bin dann mit einer einzigen Einheit in die Dremerwelt gegangen. Habe da den Chef besiegt. Für die Elfen. Alles mit einer Einheit. Das Tolle ist ja auch, die gegnerischen Dremer-Einheiten haben die eigene Chef-Einheit. Also Elite-Einheit, Chef, wie auch immer. Werdet ihr schon sehen, frühzeitig. Haben den blockiert, sodass er nicht wegziehen konnte. Und ich konnte da gemütlich drauf gehen. Zwar haben mich die Einheiten gesehen, aber die Dremer, Bogenschützen oder Steinewerfer oder wie auch immer sie alle heißen, die sind eben nicht zu meiner Heldeinheit gekommen. Das heißt, ich konnte in Ruhe auf die Elite-Elite-Einheit gehen und habe keinen einzigen Schaden erhalten. Mal schauen, wie das dann auf unmöglich ausschauen wird. Ich freue mich schon. Pestbogen. Plus 25 tot. Brauchen wir ja eigentlich nicht. Wir können sowieso selbst Gegenstände herstellen. Der fliegende Galeus. Schon wieder, sag ich. Der fliegende Galeus ist fertig. Meisterliche Rüstung und der magische Wandler. Macht jetzt eigentlich so gut wie gar keinen Schaden. Hat aber auch ein super interessantes Einheitenmodell. Mit der greifen wir gar nichts an, weil keine Bewegungspunkte mehr vorhanden sind. Also die Insel gehört ja mittlerweile auch fast uns. Weil hier können wir noch in den Osten ziehen. Mit Cigar werde ich mal in Las Vegas bleiben. Der Klingenmeister wird jetzt nach Hügelstadt gehen. Der erleuchtete Schamane Ramash zieht mal noch Ladis wird nach... wird am Wasser ziehen. Meine Güte, ist der lahm. Lauf schneller! Mit dieser himmlischen Gelione ziehen wir nach Osten. Schauen wir mal, was hier noch verborgen liegt. Können wir... nö. Und mit dieser himmlischen Gelione ziehen wir nach Norden. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas Tolles entdecken. Außer hier zwei Großbären. Hier besiegen wir jetzt mal Leviathan. Und jetzt apropos Großbär. Nee. Sag ich nicht. Jemand Bulle gesagt. Ich wie der Wind. Wir haben hier das Handwerkerviertel fertig, hier das Handwerkerviertel fertig und hier den Friedhof. Hier könnten wir theoretisch jetzt einen... beziehungsweise hier sieht man schön. Fernkampfresistenz von 75. Das reduziert den Schaden um 65%. Und gegen Tod einen totalen Schutz. Also. Ich mag die untoten Einheiten nicht, wenn sie. Ich kann wieder nicht reden. Hoi. Also, was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht mehr. Wie auch immer, eine Seeschlange greift wieder Arachnophobos an und eine Seeschlange greift Untotengehölz an. Und die andere Seeschlange greift mal nicht Gobbisch an, sondern geht irgendwo hin. Hier können wir eine Caravellus möchte uns angreifen. Hier die Seeschlange, ist ja klar. Und hier noch eine Seeschlange.
Taluk. Die Seeschlange lebt allerdings noch. Mit 4 Lebenspunkten. Und unsere... Fliegender Galeus hat bloß noch 10 Lebenspunkte von ursprünglich 20. Ich glaube, wir sollten einen dezenten Rückzug versuchen. Das war jetzt auch nicht besonders schlau, aber... Naja. In Las Vegas bauen wir... Was braucht man jetzt für... Machen wir so. Münze brauchen wir Bank. Bank brauchen wir Finanzamt und Finanzamt brauchen wir die Rattenmännergilde. Darum werden wir jetzt mal eine Rattenmännergilde bauen. Las Vegas wird dann eine Münzproduktionsstadt. Passt irgendwie. Aus irgendeinem Grund. Der mir total unscheinbar erscheint. In Portalistik bauen wir ein Fischerdorf. Also langsam geht mir auch die Nahrung flöten. In Gobbish. Die Gießerei bringt es eigentlich gar nicht, aber sonst können wir hier nichts bauen auf dem Geländefeld. Ich baue hier einfach eine Gießerei, dann haben wir es hinter uns fertig. Du kannst warten. Beziehungsweise, ja, jetzt ist es ja zu spät. Du ziehst hier mal auf den Markt. 1, 2, 3. Dann hast du gar keine Lebenspunkte mehr. Was ist das? Hier ein roter Drache, noch ein roter Drache. Ein Skelettkrieger, ein Kobold, eine Raubspinne. Hier kommt noch ein Skelett auf uns zu. Befehlt über uns. Hula. So, hier können wir ja jetzt wachen. Die Wache einstellen. Hier ebenso. Mit Gara auch. Mit Ladis ebenso. Bedürft ihr unserer Dienste? Hier greifen wir jetzt mal das Skelett hier an. Blob. Und sie ist aufgestiegen. Schaden plus 20% Fernkampf. Werden wir machen. Jetzt macht sie 38 Schaden. Hier besiegen wir mal einen Großbären von Zweien. Ein Beorlinger. In Gruftiheim werden wir auch mal auf Wachen stellen. Handwerkerviertel in Meeresstadt. Handwerkerviertel in Hügelstadt. Oder Las Vegas, glaube ich. Handwerkerviertel, Handwerkerviertel, nein, Fischerdorf und Handwerkerviertel. Sag ich doch. Und weil ich gerade Björningen gesagt habe, wegen Großbär und so, ein Drache greift uns an. Super. Minus 16 Schaden. Finde ich wenig. Aber, naja. Wer hat alles den Hobbit gesehen? Schreibt's einfach mal hier in die Kommentare, bei im Sifforum in die Kommentare, irgendwo in die Kommentare. So dass man auch ein bisschen außerhalb des Spiels kommuniziert. Aber jetzt ganz ehrlich, es würde mich schon freuen, wenn auch hier unter den Kommentaren, Quatsch, unter dem Video bei YouTube, wenn auch da irgendwelche Kommentare erscheinen. Blub. Die gegnerische Caravellus ist besiegt. Was ich sagen wollte... Oh. Die Universitätsausbildung. Okay, schön. Ich stehe heute mal wieder auf dem Schlauch. Ich habe überhaupt keinen blassen Schimmer, was ich gerade sagen wollte. Hier bauen wir noch ein Handwerkerviertel. Ach ja, dass ihr auch hier bei YouTube was unter die Kommentare schreibt. Weil so schlimm ist das jetzt auch nicht. Wie gesagt, YouTube bzw. Google wird euch nicht beißen.
weil früher oder später wird man sowieso ein G-Plus-Konto brauchen für alles Mögliche. Kraft der Einheit plus 20, Atem des Lebens. Wir gehen mal Geheimnisse des Klerikers auf den Grund. Hier wachen bitte. Nee, es würde mich schon super freuen, wenn auch hier bei YouTube Kommentare erscheinen. Also ich kann nicht sagen, dass im Sith-Forum wenig passiert. Es freut mich auch tierisch, dass so viel diskutiert wird. Handwerkerviertel. Hier eine Seeschlange, dort eine Seeschlange. Bei Gobbisch haben wir ja keine mehr. Okay, 12 Lebenspunkte ist wohl doch schon eine ganze Menge. Universitätsausbildung, jetzt machen wir 40 Schaden. Greifen den roten Drachen an. Ebenso mit Venera. Was ist Venera für ein Name? Naja, warum frage ich mich überhaupt, was ist Gar für ein Name? Was ist Ramash für ein Name? Hier, die Nether-Rüstung. Anschließend, du kannst warten, du kannst. Dir gibt man die Universitätsausbildung. Nicht, weil kein Gold. Super. Handwerkerviertel, Handwerkerviertel, nein, Universität und Handwerkerviertel, richtig. Die Seeschlange greift uns an. Und ich habe gesagt vor 10 Folgen, dass wir uns um das Spinnenloch kümmern sollten. Habe ich bis jetzt nicht gemacht. Scheint also nichts Wichtiges zu sein. Die Forschung am Neuen. Ups. Gruftiheim. Können wir noch ein Handwerkerviertel bauen? Wir haben wirklich Goldprobleme mal wieder. Erdelementar-Herbeirufung wurde erforscht. Wow. Sagt man es auch, Resistenzen von plus 40 Nahkampf, plus 60 Fernkampf, plus 90 Elementar und immun gegen Tod durch den Steinleib. Darum sind die Blitzelementare auch super starke Einheiten. Zumindest zu Anfang. Hier den Teleport erforschen. In 2 Runden wäre ja fertig. Fettig. Vorsicht, heiß und fettig. Noch eine Seeschlange. Sollen wir? Ja. Ich habe den fliegenden Galeo sowieso nur gebaut, um den mal vorzeigen zu können. Also vom Einheitenmodell gefällt er mir sehr gut. Allerdings im Gegensatz zur himmlischen Gileone, beziehungsweise himmlischen was auch immer. Moment. In Katar. Himmlische Kavarelle. Macht der fliegende Galeus irgendwie nicht so viel Schaden? Keine Ahnung. Irgendwie scheint mir die Einheit nicht so stark zu sein. Die Areti-Elfen. Allgemein sind sowieso ein bisschen unbalanced. Aber. Für die Elfen! Naja. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Hier. Der rote Drache ist ganz schön widerstandsfähig. Was ist mit dir los? Okay. Seltsam. Hier greifen wir die Seeschlange an und hier... Ach ja. Was haben wir hier? Bärenmensch, Bär und Bär. Grimbeor. Und weil ich angefangen habe mit der Hobbit... Ich muss sagen, im Film, also jetzt im zweiten Teil... Können wir ihm die Universitätsausbildung geben. Im zweiten Teil. Grimbeorn schaut irgendwie interessant aus. Also jetzt vom... als Menschenform. Ich weiß auch gerade gar nicht mehr, was ich so sonderlich viel sagen wollte. Auf jeden Fall nächstes Jahr... Weil ich glaube nicht, dass dieses Jahr noch irgendwie was zeitmäßig Sinnvolles kommt.
musste mal einen Schluck trinken, Entschuldigung. Auf jeden Fall nächstes Jahr, ich habe angefangen und irgendwie ist es heute nichts. Ich fange an, sag dann irgendeinen Blödsinn, vergiss dann, was ich eigentlich sagen wollte. Dann sag ich wieder irgendein anderes Schwachsinn. Tolle Deutsch. Also nächstes Jahr, oder sicherlich nächstes Jahr, weil ich glaube nicht, dass dieses Jahr noch irgendwas sonderlich passiert, werde ich ein kleines Projektchen starten, auch mit einem kleinen Interview von einem Mod-Projekt. Von welchem Spiel genau, verrate ich jetzt noch nicht. Allerdings thematisch geht es um... Warum kann ich da nichts? Achso, weil Fischerdorf. Thematisch geht es um Herr der Ringe. Wer... Moment, ich bin gerade am Überlegen. Es gibt sehr viele Herr der Ringe Spiele. Die meisten allerdings, die ich kenne, sind irgendwie rollenspielmäßig aufgebaut. Allerdings gibt es ein Spiel, beziehungsweise eine Reihe, die eher so... Jetzt Age of Empire mäßig kann man nicht sagen, aber ein Echtzeitstrategiespiel. Und vielleicht wisst ihr, von was ich spreche. Könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendeine Idee habt, was ich meinen könnte. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Herr der Ringe Fans es da draußen gibt, zumindest im Sith-Forum. Andere kennen mich ja noch nicht so sonderlich. Obwohl... Ein Level up. Elementarschaden. Super. Was wollte ich sagen? Ich weiß es mal wieder nicht. Hier ziehen wir mal hier auf den, oder? Nee, wir ziehen hier oben hin. Kann uns bloß auf diesem Geländefeld etwas angreifen. Werden dann in der nächsten Runde rasten. Hier, du bist jetzt auch mal auf Wachposition. Dem... Nee, brauchen wir nicht. Der hält dir schon aus. Nächste Runde, bitte. Skelette greifen unsere... Elfenbogenmeisterin an. So, jetzt haben wir's. Eine Elfenmeister, Bogenschützermeister, Meisterin. Wie ich das hasse, wenn die Monster so lang brauchen. Silberhausen wird angegriffen. Super. Müsste eigentlich schon in der letzten Runde angegriffen worden sein, aber ich habe es anscheinend nicht mitbekommen. Eure Exzellenz. In Gruftiheim können wir noch ein Handwerkerviertel bauen. Der Zauber wurde erforscht. Teleport. Und schon wieder nichts Sinnvolles. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, wir gehen auf die Wiederherstellung von Ardania. Ich brauche bloß drei Runden. Und schon wieder quietscht der Tisch wie irre. Erobert die Stadt des Grasmagiers. Ja, ja. Grabesruhe. Als Belohnung ein Minotaurus und 260 Gold. Wo befindet sie sich? Ah, direkt hier. Wir haben ja bloß noch... Falsch. Wir haben ja bloß noch ihn, ja. Das heißt, die Mission bringt uns eigentlich gar nichts, zumindest die Belohnung nicht. Allerdings wissen wir jetzt, wo seine Hauptstadt liegt. Nee, das ist gar nichts. Seine Hauptstadt, das ist bloß eine Stadt. Erobert die Stadt des Großmagiers. Dann bringt uns die Mission sogar noch irgendwas.
Auf jeden Fall, bevor ich mich um Ashar kümmere, möchte ich eigentlich noch gerne ins Portal steigen und da mal die Ressource Dracheneier zeigen. Ich hoffe, das wird noch irgendwas, weil ich habe so das dumpfe Gefühl, dass die Partie bald vorbei ist. Ich muss übrigens noch neue Thumbnails erstellen. Ich habe bloß welche bis 20. Da sieht man, wie optimistisch ich bin. Wenn ich bloß bis 20 Dings mache, Thumbnails. Befehlt über uns, wie ihr wünscht. Aber jetzt für den Armageddon-Modus habe ich auch schon nette neue Thumbnails gemacht. Skelettkrieger. Plump. Und Skelettkrieger. Oben. Plump. Klack. Ich habe jetzt wieder was im Hals. Entschuldigung. Heute ist nicht mein Tag. Ein Level Up. Ein Level Up. Versink schneller. So, ein Level Up. Kraft der Einheit. Und Kraft der Einheit. Hier die Seeschlange, dort die Seeschlange, links die Seeschlange, Mitte die Seeschlange. Langsam nervt das. Der Bärenmensch. Mensch. Der ist jetzt auch versenkt worden. Ein Level Up für unsere himmlische Gilione. Elementar-Tod-Fernkampf. Gehen wir auf Elementar und Tod des Hexenmeisters. Warum sagt mir das jetzt wieder was mit Herr der Ringe? Finanzamt und Handwerkerplatte. Der Hexenmeister. Auf jeden Fall, ich freue mich schon tierisch auf das Projekt. Ich bin auch so ein kleiner Herr der Ringe-Fan. Und mit dem Spielchen, beziehungsweise mit der Mod, also der Modifikation, ist das Spiel auch super. Also im Original ist es jetzt auch nicht sonderlich schlecht, aber Mods, die quetschen da ganz schön viel aus dem Spiel raus. Man denkt gar nicht, dass eine Mod so viel anrichten kann. Also anrichten im positiven Sinne natürlich. Ihr werdet euch mal. Ich bin ja selbst in einem Mod-Team. Bei Colonization unter Writing Bull, meinem Chef. Hallo Chefe da draußen. Und ich weiß, wie viel Arbeit das ist. Wie viel man eigentlich auch machen kann. Noch eine Dracheneinheit. Meine Güte, ist da viel los. Holy shit. Und jetzt bin ich abgelenkt gewesen und weiß wieder nicht, was ich sagen wollte. Sollte mir immer Notizen machen, was ich sag und was nicht. Ach ja, die Rattenmanagete. Bauen wir eine? Hier in Portalistik. Können wir wachen? Du kannst mal die Seeschlange besiegen. Oder eben nicht. Du erforscht mal weiter im Norden. Bär, 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 Bär. Greifen mal den Bären hier an. Blub. Und das Problem ist auch, wenn man hier bei Warlock oft eine Runde überspringt quasi. Also immer wenn man die Bewegungen abbricht, indem man links klickt. Es geht dann zwar schneller, wenn man halt mit jeder Einheit zuschauen muss. Wenn man das lang macht, beziehungsweise oft macht,
hat man in der späteren Spielphase allerdings einige Performance-Probleme. Warum? Kein blassen Schimmer. Allerdings ist das so. Klingt komisch, ist aber so. Und ich muss Schluss machen, fällt mir gerade auf. Die Runde machen wir noch fertig, selbstverständlich. Schatten des Vendral. Scharfschützen! Besiegen wir dich ganz, Hammerglück? Nein. Hier kümmern wir uns jetzt um den nächsten roten Drachen, der auf einem magischen Knoten sitzt. Huiuiuiui, hier ein Spinnennest, da eine Diebinnengilde, hier ein Friedhof, da ein Friedhof. Jetzt weiß ich, warum die Untoten die Monsterrunden, warum die so lang brauchen. Eine Level-Up für unseren Quartel-Hexenmeister. Geist und Leben. Geh mal auf Geist und Leben. Und noch ein Level-Up für unseren fliegenden Galeus. Fernkampf, Nahkampf oder Schadenfernkampf. Schauen wir mal, Nahkampf, Fernkampf. Machen wir mal Fernkampfresistenz. Und noch eine Runde rasten. Eine Runde rasten. Hier schauen wir mal weiter in den Norden. Was ist das? Schaut nach Vulkanen aus. Und hier ist noch eine Monsterstadt. Dann schauen wir mal in der nächsten Folge, wie die Stadt heißt. Was es da vielleicht Besonderes gibt. Weil hier noch das Handwerkerviertel und in Gruftiheim noch eine Radmännergilde. Dann können wir hier auch mal ein bisschen auf Münzen gehen. Auf jeden Fall in der nächsten Folge. Wo hören wir denn auf? Hören wir mal hier oben auf. Das war's also für die heutige Folge von Warlock Master of the Arcane. Bestimmt wieder mit ein bisschen Überlänge. Das wird dann spaßig beim Rendern, wenn ich jetzt 5 Folgen aufnehme. Auf jeden Fall sage ich jetzt nochmal frohe Weihnachten für heute dann. Also morgen, heute. Weil die Folge ja mal. Also frohe Weihnachten und einen guten Rutsch wünscht euch Mr. Kurzi.